Hey, und Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Beim letzten Mal haben wir angefangen, diese Treppe hier auszuheben. Naja, besser gesagt, die Treppe hier zu berichtigen, dass wir da mit Hilfe unserer Sachen hinkommen. Halt, das war falsch. Wir haben ein bisschen Eisen gefunden, während wir die Treppe abgebaut haben. Und ja, diesmal wollen wir schauen, dass wir mal erstens hier ein Treppensystem bauen, dass wir leichter an unsere Lava rankommen, ohne jedes Mal da kilometerweit Probleme zu haben. Und danach, und dann werden wir noch die letzten Felder umstrukturieren. Denn wir haben immer noch ein Feld übrig, das abgebaut werden muss. Man sieht schon, die anderen Felder werden trocken. Das ist direkt über uns. Und das heißt natürlich, dass es demnächst kaputt gehen wird. Dann werden wir da irgendwann wieder Erde haben. Dann sieht es richtig gut aus. Ich hätte natürlich auch die Sachen zertrampeln können beim letzten Mal, aber das ist unnötig langsam und zeitaufwendig und so weiter. So, jetzt sind wir hier nämlich eine Stufe tiefer. Wenn wir dann nämlich die Treppen hinbauen, kommen wir nämlich auf der richtigen Höhe raus. Anstatt eine Ebene zu hoch, wo ich dann erstmal runter muss, und das ist doof. D-O-O-F. So, jede Menge Cobblestone, den kann ich ja mal hier oben rein tun. Dann ein wenig Lava hier rein. Ein wenig Lava hier rein. Dann kann ich schon mal ein bisschen Eisen. Oh, ich habe hier 4 Stück. Eins, zwei, drei, vier. Vier und vier sind 8. Wie viel bräuchte ich dafür? 2, oder? Dann hätten wir 6. Und dann, ja. Dann haben wir, passt das. Dann brauche ich nur noch ein bisschen Holzkohle. Ich nehme ja am liebsten die Holzkohle her, obwohl es eigentlich im Grunde bei Vanilla Minecraft vollkommen egal ist. Ja, gut. Dann haben wir nämlich gleich 2 weitere Eimer für jedes. Und dann passt das. Ach ja, genau, ich wollte hier 6 Stacks von dem Zeug. Das heißt, wir können dann. Oh. Ich glaube, ich muss die ja zuerst zu Bricks machen, oder? So, jetzt aber. Schade, dass es die anderen nicht im Dingsform gibt. So, 4 Stacks Treppen. Und schauen wir doch mal, wie weit wir damit kommen. Ich werde jetzt gleich mal von unten nach oben anbauen und dann haben wir schon mal einen ordentlichen Weg nach unten. Ja, so ganz funktioniert die Methode, die ich jetzt hochgehen wollte, nicht. Ja, schade. Aber es geht ja nur darum, dass wir die Sachen abbauen und dann platzieren, sodass wir hier einfach einen Weg nach oben haben. Es geht im Moment nur um die Mitte. Oh, den Tor brauche ich nicht. So. Eventuell wird man später hier sogar Minecart-Tracks haben, die links und rechts hochgehen. So, ja, doch, das reicht mehr als aus, was wir hier gestellt haben. Da können wir sogar noch eine ganze Weile mit überleben. Da und dort. Da und dort, da und dort. Links und rechts, rechts und links, rechts, rechts und links, links und rechts meine ich natürlich. Ich bin mal wieder ein wenig durcheinander. Nicht, dass ich nicht wüsste, wo links und rechts sind, aber trotzdem. So, dann wird das mal. Wann sind wir mal hier oben angekommen? 35, wir kommen ja kaum voran. Naja, es geht. Es geht. Immerhin haben wir dann eine schöne Treppe, die bis ganz unten geht. Und sobald wir das haben, haben wir natürlich, ja, können wir einfach oben runterlaufen, ohne die ganze Zeit Probleme zu haben. Man sieht, wir sind genau auf der richtigen Höhe. Das ist halt deutlich besser, als wie es vorher gewesen wäre, eins runterzugehen. Dann müsste die Tür höher sein, müssten wir mal springen oder eine andere Treppe benutzen und das ist doof. So, die kann ich dann mal irgendwo hinlagern. Baumaterial. Du kommst da oben rein. Das kommt hier hin. Dann kann ich wieder. Vier Eimer bauen. Hier schon wieder welche drin? Nein. Dann hole ich mir mit denen nämlich auch nochmal Lava, um unseren Weg zu testen, ob der auch gut funktioniert.
Und man sieht, das ist halt jetzt super duper angenehm, weil ich nicht mehr die ganze Zeit springen muss. Und dann haben wir nochmal vier Eimer Lava. Es geht ja hauptsächlich darum, hier die Lava loszuwerden und so weiter. Ja, und dass ich die halt für irgendwas nutze. Und dann kann ich ein bisschen mehr Eimer gut brauchen. Irgendwann will ich das so haben, dass ich dafür nicht einmal mehr Dings brauche. Wie heißt's? Dings halt. Das heißt doch irgendwie... Ach ja, dass ich hier keine Dings mehr drin... Also, dass sie hier gestackt bleiben. Okay, wie sieht's hier aus? Überproduktion an Cobblestone. Es kann sein, dass ich den später mal ein bisschen auf Delay setze, dass ich eben sage, hey, du wartest immer 3 Sekunden oder sowas. Man sieht, es wird schon wieder zur Erde. Das gleiche wird hier, oder hier geht's erstmal los mit dem anderen. Das sind immer noch Kirschen am Baum, was mich immer noch überrascht. Ja, das ist schon gewachsen, so ein bisschen. Die hab, genau. Eine Sache hat nur noch gefehlt. Das ist dieses letzte Feld hier hinten. Dazu werde ich auch da natürlich dann gleich das Wasser wegnehmen. Das klingt zwar ein bisschen böse, aber es ist einfach so. Notwendig. Notwendigkeiten. So, alles weg. Das Feld hier wird nicht mehr sein. Hier werde ich ein paar Felder zertrampeln müssen, weil wir zu nah am Wasser sind. Aber das, den Großteil werde ich erstmal dem Feld selbst überlassen. Obwohl, ein Eimer Wasser kann nie schaden, mit dabei zu haben. Wie viel habe ich von den Dingern gekriegt? So viel Stacks von dem Zeug. Da lässt sich bestimmt mal irgendwas herstellen. Sollten wir irgendwann mal Forestry haben oder sowas. Brauchen haben, werden wir allerdings noch lange nicht haben, deshalb brauche ich keine Sorgen machen. Die einzige Linie wenig Mods, die wirklich was machen. Der einzige Mod, der ein bisschen komplizierter ist, ist Computercraft und dabei geht es nur ums Programmieren. Und das Programm, das ich hergenommen habe, ist übrigens auf der Computercraft-Wiki zu finden. Habe ich das erwähnt? Ich denke nicht. Es ist einfach super praktisch. Einfach schauen, hey, ist der letzte Stack voll? Wenn nein, dann mein weiter. Ich hätte es ein bisschen anders aufgebaut, muss ich zugeben. So, damit haben wir wieder schöne Felder. Jetzt heißt es nur noch die paar Dinger hier von dem Sugar Cane drumherum zu pflanzen. Passt. Eins mehr. Da. Dann passt das. Okay. Haben wir hier eigentlich irgendwie was vergessen? Haben wir noch irgendwas, was hier drin ist? Oh, wir haben hier Eisen. Das ist okay. Die Seeds nehme ich mit. Das nehme ich mit. Die Setzlinge lasse ich hier. Die Blumen hätte ich auch drin lassen können. Oh, ich kann meinen Bogen reparieren. Solange sie nicht verzaubert sind, ist es ja so einfach super möglich. So einfach super möglich, ja. Super einfach möglich. Da und dort. Können wir lang, werden wir langsam mal fertig mit diesem Feld? Das sind die anderen Früchte so viel schneller. Aber dafür hat man keinen Überschuss an irgendwelchem Kram. Ich freue mich schon auf den Orchard, ich freue mich. Hey Zombie, du kommst mit mir, danke für deine EP. Zombiefleisch im Gegensatz dazu brauche ich nicht. Was will ich denn damit? Ich habe noch keine Wölfe, die ich züchten wollen würde. Die Sachen gehören hier rein. Ich muss auch mal die Seeds in eine andere Stelle tun als das andere. Und die Pfeile gehören in meinem Inventar. Ich weiß, es ist ein bisschen verschwenderisch, aber es ist notwendig. Ich will die immer nur in 6er Packs haben. So, Cobblestone ist noch genug da. Ja, ich denke, ich werde demnächst, ich werde das Ding verdoppeln, dass ich diese Maschine noch an einer anderen Stelle baue, weil ich viel zu viel Zeug herstelle. Okay, haben wir jetzt alle, oh, ich wollte, ja, ich muss meine Sachen mal sortieren. Und da können wir langsam anfangen, uns um den Orchard zu kümmern, den ich euch jetzt so lange schon versprochen habe. Und, wow, da sind schon immer noch Kirschen.
Normalerweise hieß es, dass es das komplette normale Feld braucht. Also ohne Änderung. Das hat mich nämlich deshalb ein bisschen irritiert. Okay, genau, die Hoes gehören nämlich hier rein. Die braucht man nämlich hier. Kohle nehme ich mit. Holz nehme ich mit. Schere nehme ich nicht mit. Die gehört aber in die Tools Chest. Hier oben hin. Das Zeug kommt mit. Zumindest die Kiste mal wieder leer. Hier sind die ganzen Setzlinge drin. Passt. Tools kommen auch die Sachen hier rein. Ende. Erledigt. Gut. Damit haben wir schon mal etwas erzählt. Wir haben 11 Gunpowder. Ich denke, wir können mal wieder TNT bauen. Demnächst. Nicht sofort. Ich will erst mal meine Mobfarm bauen. Naja, ich wollte nichts bauen. Tut mir leid. Du und du und du und du. Ihr gehört doch gar nicht da rein, sondern hier rein. Dann die Pfeile gehören in mein Inventar. Du kommst da raus, du gehörst nämlich hier oben rein, du und du auch. Das hier, jetzt brauche ich nur noch 2 Sticks. Dann kann ich nämlich ein paar Pfeile erstellen. Habe ich noch mehr Federn? Theoretisch schon, oder? Ich müsste theoretisch noch ein paar mehr haben als das bisschen. Ja, hier habe ich noch ein paar. Dann kann ich nämlich meine restlichen beiden Sticks auch noch verbraten. Ich stelle nicht oft Sticks, Pfeile her. Aber im Moment ist es halt praktisch, weil wir sehr, sehr wenige haben. Okay, dann haben wir, dann könnten wir langsam mal loslegen. Oh, 12 Stück. Das heißt, wir können noch mal 4 Eimer bauen. Ich lagere die jetzt einfach mal da rein. Bis die da durch sind, es wird noch einen Moment dauern. Naja, lang nicht mehr. Ich denke, dass sie noch ein, zwei Items schmelzen werden und dann wird der nächste Eimer durchgehen. Aber okay. So. Orchard. Jetzt, ich komme. Orchard, ich komme! Erwarte mich nicht. Du brauchst nicht länger auf mich warten. Ich bin da. Also auf Deutsch. Ich werde jetzt mal dieses Feld da abbauen. Es geht mir zu sehr auf die Nerven mit diesen Kirschen die ganze Zeit. Okay, jetzt weiß ich, wo man die herbekommt. Okay, nochmal ein Hinweis. Also falls es bei mir im Hintergrund irgendwie laut wird, die reißen gegenüber so ein altes Stromhäuschen ab. Und, naja. Wir haben 10 Cherry Saplings. Das ist gut. Ich sollte vielleicht schauen, dass ich von den Bäumen, wo ich wenig habe, dasselbe mache. Naja, die werde ich erstmal zum Essen haben. Also, deshalb hört man im Moment schon die ganze Zeit Geräusche. Ich habe jetzt Rollen und alles unten, dass mir mein Fenster nicht einschaut, weil ich habe keine Lust, das zu putzen. Obwohl ich natürlich zugeben muss, dass ich sowieso nicht selbst geputzt hätte. Aber okay. Und dann hoffe ich natürlich, dass sie nicht unseren Zaun treffen oder dann so treffen, dass sie ihn komplett ersetzen können. Ja, das wäre nämlich doof. Okay. Noch irgendwas, was ich vergessen habe? Nö, nicht direkt. Also, hier wollen wir unseren schönen Orchard anlegen. Das wird richtig... Ja, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Wie heißt Orchard... Was ist... Ich muss mir unbedingt mal die deutschen Vokabeln wieder zurechtlegen. Also, ja, weil mir fallen im Moment immer nur noch die Englischen ein. Obstfarm. Ja, ich glaube, so nennt sich das, oder? Irgendwie sowas. Klingt auf jeden Fall... Ich finde, Orchard klingt besser. Klingt doch besser, oder? Klingt Orchard besser als Obstfarm? Ja, natürlich. Klingt besser. Lasst es mich hören. Um mal wieder ein unbekanntes Fable-Zitat zu machen. Ich muss zugeben, Fable ist eines der Sachen, die ich so absolut liebe als Spiel. Weshalb ich da auch unbedingt nochmal ein Remake machen will von dem Let's Play davon. Weil die Qualität einfach gesackt hat. Auch wenn es unglaublich cool war. 100% durchgespielt. Das war schon was. Ich glaube, jetzt... Und ich habe Cap sogar. Und die nächste Schaufel ist kaputt. Gut. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt gleich mal einen Riesenschlag hören. Also wenn man einen Riesenschlag hört, dann ist es das Haus, das umfällt. Also dieses Stromhaus-Ding, das umfällt. Wir haben jetzt eben Unmengen an Erde hingelegt. Im Moment kann ich es natürlich nicht beobachten, weil ich aus meinem Fenster nicht rausschauen kann, während ich aufnehme. Aber und natürlich das Fenster auch gleichzeitig Rollladen runter ist, weil ich, wie gesagt, mein Fenster nicht sauber machen will. Boah, es ist ein Riesenaufwand, dieses Ding hier zu glätten.
Stimmt, habe ich erwähnt, dass wir das ganze den ganzen Stone hier aufbuddeln müssen und gegen Erde ersetzen, dass das nach was aussieht. Boah, ist das groß. Das wird schon was werden. Die Sachen sind die auf der Seite? Ja, dann müssen die Bäume fallen. Und wenn ich die jetzt fällt, habe ich den Fall, dass nachher keinen Ärger machen. Ich finde es interessant, dass die Leaves anders sind. So, da haben wir mal ein bisschen mehr gebraucht als sonst, weil ich nicht von unten gegangen bin. Ja, ja, das dürfte schon passen. Ich werde dann einfach mal schauen. Wenn ich noch mehr Platz brauche, kann ich ja jederzeit weiter. Ja, das wird vom Platz sogar sehr, sehr eng werden, wenn ich das mal so sagen darf. Ach ja, im Normalfall trägt man übrigens, ist es empfehlenswert, immer von oben nach unten die Sachen abzutragen. Das macht das alles ein bisschen angenehmer. Und nicht einfach, wie ich jetzt von der Seite starten. Dann schauen wir uns noch mal kurz nach den Kartoffeln um. Das dürfte nicht lang genug dauern, als dass es dunkel wäre. Und dann... Stimmt, ich muss sagen, mit Shader-Mods ist es immer so, dass man ziemlich früh dran denkt, dass es dunkel wäre. Weil man halt im Normalfall... Also, weil dann hier wäre es schon stockfinster jetzt. Und, naja, das merkt man halt dann immer. 4 Eimer, 6 Eimer. Octobite was blown up by a Creeper. 6 Eimer. Ich habe noch mehr als genug da drin. Stimmt, ich habe 12 Eimer pro Seite. Okay, ja, weiter. Die Arbeit ist noch nicht getan und ich sollte meine Getränke nicht zu sehr verschwenden. Und dann fangen wir von oben an. Hier werden wir sowieso noch mit der Höhle ein bisschen was machen müssen dann. Oh, Sand kriegen wir auch. Schön. Ich habe jetzt hauptsächlich an Erde gedacht. Und wir hören natürlich jetzt Geräusche. Ich hoffe natürlich, dass ein Großteil rausgefiltert wird, weil das meist, weil im Grunde sollte das Gate nur Dings durchlassen. Ja, man wird's hören. Ich kann es jetzt schon mitbekommen. Tut mir leid. Ja, man hört das große Arbeiten. Ich glaube, ich sollte tatsächlich eine Aufnahmepause machen, bis das soweit ist. Habe ich aber keine Lust zu. Naja, ich werde mal einfach ein bisschen terraformen in der Zeit, bis diese Geräusche aufhören. Bis gleich. Okay, mit etwas Glück dürfen wir jetzt wieder ein bisschen Ruhe haben, weil jetzt müssen wir erstmal das ganze Zeug wieder aufräumen. Wir haben jetzt die obere Hälfte abgenommen. Wenn ich ein Foto da gehabt hätte, hätte ich das übrigens gefilmt oder gefotografiert oder so. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Schade eigentlich. Was für ein Riesenkrach. Aber, naja, geht ziemlich schnell. Wupp, Riesenrums und dann ist es unten. Hey Chicken, hey, hey Chicken, 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 hey, hey, hey Chicken, 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 hey. Gibt's was Neues? Du bist ein Spion, du hast mir zu erzählen, was es gibt. Hm? Was gibt es Neues? Chicken, Chicken? Hm. Das wusste ich vorher auch schon. Ah, nein, danke. Jede Menge Schafe. Kühe? Sehr gut, sehr, sehr gut. Hier werde ich mich richtig wohlfühlen können, dürfen, müssen, sollen. Okay. Oh Mann, warum muss ich hier so viel abtragen wollen? Das gibt's doch wohl nicht. Natürlich wäre ein Quarry-Programm auch nicht schlecht gewesen. Exploit-Programm für Turtle. Die wird das natürlich auch wegmachen. Das Problem ist, die wird das mehr als die Dimensionen wegmachen, die ich brauche. Und das ist der Nachteil. Ja, das wird auch langsam trocken, zumindest stellenweise. Dann würde ich mal sagen, hauen wir die Sachen mal in eine Kiste. Erstmal sortieren, dann kann ich nämlich das ein bisschen schneller machen. So, jetzt brauchen wir nur noch wieder ein paar Schaufeln. Zufälligerweise haben wir ja genügend Cobblestone dafür. Du Scheiße, haben wir viel Cobblestone. So much Cobble in here, so much Cobble in here, so much Cobble, so much Cobble, so much Cobble in here. Dann würde ich mal sagen, 8 Stück. Sechzehn hiervon, das hierhin, Ende der Durchsage, alles erledigt. Dann sollten wir mal wieder was essen, oder? Hm.
Klingt gut? Ja, klingt gut. Lasst es mich hören, meine Freunde. Es wird schon so viel gemacht. Ja, scheint wirklich mal eine Zeit lang Ruhe zu geben. Also dieser kleine Berg hier muss abgetragen werden. Boah, ich muss zugeben, dass ich in einer anderen Welt von mir stundenlang Berge abgebaut habe, die noch größer waren. Boah, war das ein Aufwand. Aber dann hat man gute Sicht, dann können wir hier auch richtig schön schauen. Und dann wird es richtig gut. Dann wird es richtig gut. Und jetzt müssen wir halt erstmal die Sachen loswerden. Das Gute ist, dass die Bäume auf der richtigen Höhe sind. Und dann passt es. Oh ja, ich muss unbedingt einen Mob Tower bauen. Wollen wir den aus geschmolzenem Stein bauen? Natürlich wollen wir den aus geschmolzenem Stein bauen. Der Vorteil ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da viele Gegner spawnen, hoch ist. Weil wir hier sehr, sehr viel Meer in der Nähe haben und anscheinend wenig Höhlen. Weil, wenn ich das mal sehe, wenn da tagsüber so viele Zombies kommen. Interessant, oder? Oh, hier ist schon Kabel. Das heißt, ich werde mehr als eine Spitzhacke brauchen. Außerdem, warum habe ich überhaupt so wenig Spitzhacken dabei? Passt schon. Wir können uns ja gleich drum kümmern. Ah, Sand. Sand ist angenehm abzubauen. Geht immer ein bisschen schneller. Ich hätte natürlich gerne eine deutlich bessere Spitzhacke. Eine Diamantspitzhacke. Diamantschaufel zum Beispiel mit Efficiency 4 oder sowas oder 5. Das wäre natürlich jetzt richtig angenehm. Ich kann nicht versprechen, dass wir uns da später auch immer sowas haben werden. Dann geht das bergabgebaut. So, ich bin wieder zu tief. Ich will ja auf der Ebene bleiben, wo ich war. Und es wird schon wieder Nacht. Wie überraschend. Stimmt, ich habe vorhin mal zwischendurch einen Moment laufen lassen, ohne dass irgendwas war. Boah, wie viel Berg muss das sein? So viel Berg muss das sein, so viel Berg muss das sein, so viel Berg, so viel Berg, so viel Berg. Ich denke, dass wir doch einen Keller bauen werden zu unserem Haus, das wir schon haben, unserem Farming-Haus. Und das dann hier drüben hin verbinden. 6 Eimer Hammer. Wie viel sind noch drin? 2 auf Vorrat, 3 auf Vorrat, das reicht noch eine Weile. Jemand kann sehen, ich wollte Dings mitnehmen, Spitzhacken. Tools habe ich wohin? Da. Okay, das war vielleicht nicht alles sinnvollste. Oh, ich habe noch einen Stack Sand, den ich ablegen kann. Ein paar von denen, ein paar von denen. Ein bisschen davon. Eine Schaufel. Die beiden Sachen können hier rein. Die Sachen kommen dahin. Oh, ich habe fast nichts mehr. 64? Wann habe ich denn das letzte Glas gebaut? 2 plus 62 sind 64. Aber die müssen noch gerade... Die hatten noch 63 nur, oder? Interessant. Anscheinend hatte eins von den Sachen Fortune Enchantment drauf. Bum 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 bum. Oh ja, ich muss hier mal kurz die Erde auffüllen, die ich da noch hatte. Die Erdmine ist mir egal, nur die hier nicht. Dann brauche ich das nämlich nicht lagern. Nicht ewig lang. Und das ist sinnvoller. Alte Erde will doch kein Mensch haben. Naja, außer in Pokémon Mystery Dungeon, dem neuesten. Da gibt's, also dem aktuellen, diesem Dings. Da gibt's auch, wo es dieses Ding, ja, da gibt's so Einrichtungen, die brauchen das. Du gehst mal da rein. So. Schwert der Wahrheit. Oh ja, yeah, das ist auch cool. Ich würde ja, muss mir da auch mal weiterhören. Ich bin nie ganz durchgekommen. Wenn ich dran denke, nenne ich den Part, oder die Episode, die Folge der 1001 Unterbrechung. Oder 1001 Unterbrechung oder sowas. Weil es ist ja Wahnsinn dieses Mal. Aber gut, kann ich nicht viel dran ändern. Jetzt wird draußen die Sachen, die Kleinteile zertrümmert. Und jetzt muss ich erst das Auto meiner Schwester wegfahren. Weil sie ja nicht da ist. Und dann ist es total eingesaut. Obwohl es natürlich jetzt schon super gestaubt hat und deshalb keinen großen Unterschied macht, aber anscheinend soll es ein bisschen was helfen. Egal. Damit ist das erledigt. Auto 5 Meter weiter nach vorn gefahren. Damit 5 Meter weiter von der Baustelle weg. Egal. Okay. Immerhin habe ich damit was zu erzählen währenddessen. Während wir gemütlich unsere super spannendsten Arbeiten der ganzen Welt verrichten, nämlich Terraformen. Oh, die Zwiebeln sind fertig, die Pumpkins sind fertig. Die meisten Sachen sind fertig ausgewachsen.
Ja, man sieht hier schon diejenigen, die Felder, die ich nachher selbst zertrümmern werden muss. Aber keine Sorge, das hat Zeit. IC2 hat auch cooles Farming, oder? Nur, dass das nicht wirklich was nützt. Ja, wir werden wahrscheinlich später noch mehr Mods hinzufügen für Farming. Ich liebe das einfach, so riesige Farmen zu haben, spezialisiert auf irgendwas. Pam's Harvest Craft, glaube ich, müsste das sein. Ja, und wir hören schon wieder das Geräusch von vorhin. Mann. Weil jetzt natürlich die versuchen, diese Trümmer zu zerteilen. Weil man sie so schwer transportieren kann. Es wird zu großen Teilen zerfallen, der Turm. Aber, naja. Das Problem ist, es sind immer noch einige Trümmer da, die ein bisschen größer sind. Wie schnell das auf einmal ging. Erst denkt man, okay, das war ziemlich lang stabil. Und dann fällt es auf einmal um, dann sieht man, aha, da hat jemand noch ein bisschen nachgeholfen mit einer Schaufel. Und dann ist es umgefallen. Und dann ist es in kleinen Teil zerbrochen. Wie gesagt, ich hätte es gerne aufgenommen, aber geht leider nicht. Schade. Es wäre bestimmt cool gewesen, so ein bisschen so Ausschnitte davon reinzuschneiden. Wenn ich dran denke, nehme ich ein bisschen was nachher von dem anderen Teil noch auf. Mit dem Handy oder sowas. Keine Sorge, das ist 1080p Qualität, nur ein bisschen verwackelt, aber das schneide ich dann, würde ich dann wahrscheinlich die Minimap oder sowas schneiden. So, ja, weil ich denke, das wäre die sinnvollste Position dafür, auch wenn man dann wahrscheinlich nicht genug sieht. Naja, ich weiß nicht, ob ich dran denke. Okay, ich sag's gleich mal so, ich werde es sowieso vergessen. Bis ich den Part hier am Rennen bin, habe ich nicht mehr dran gedacht. Okay, und damit ist unsere Strawberry Juice leer. Das heißt, wir müssen mal irgendwas ernten, was uns was bringt. Zufälligerweise haben wir doch hier bestimmt irgendwas, was ein bisschen mehr Nahrung bringt. Was war denn da besonders gut? Mais? Nö. Ich müsste nachschauen, was gut gewesen ist. Wenn ich das nicht mehr im Kopf habe. Ach ja, ich kann Karotten ernten. Genau, das ist es. Aber erst Kartoffeln umpflanzen. Wenn man eine riesengroße Kartoffelplantage hat, kann man natürlich mal später die automatisch in den Kocher reinhauen. Also zumindest dazu braucht man natürlich eine automatische Version, aber okay. 6 Stück, das ist schön. Die kann ich nicht brauchen, die verplempern mein Inventar. Das hat sich ja richtig gelohnt. Dann nehme ich einfach mal so einen Stack von denen oder so viel wie es geht. Also so viel, wie ich jetzt kriegen kann von den Karotten mit, dann habe ich immerhin schon mal etwas, das ein bisschen was taugt. Um die anderen Sachen kümmere ich mich dann später. Natürlich, die Kartoffeln sind deutlich sinnvoller. Eine der besten Nahrungsmittel, die man haben kann für den Anfang. Bis man eine anständige Tierfarm hat. 34 Stück, das geht. Oh, das bringt nur noch eins. Okay. Ja, gut. Reicht aber. Ach ja, natürlich, die bringen immer nur eins. Aber das passt trotzdem. Was ist denn noch viel Berg? Ich will nicht so viel Berg haben und wir sind bei 28 Minuten, deshalb würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. Und hey, Jacken, was machst du hier? Kann ich nicht brauchen. Dann werde ich mal schauen, soll ich hier noch was machen? Naja, jede Menge Sand, das ist jedenfalls praktisch. Da können wir richtig schön viel machen mit. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Und bye bye. Und guten Appetit. Ja, doch. Guten Appetit.